Ahoi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Guide zu Rise of the Ronin. Schön, dass ihr mit dabei seid. In diesem Guide heute widmen wir uns der Region Ushigome und starten hier einmal mit einer Katze und anschließend einem Schneidebanner. Zuerst holen wir uns hier einmal die Katze, dazu laufen wir hier einmal außen rum und dann sitzt die Katze da auch schon, rennt auch nicht vor uns weg, heben wir einmal hoch, streicheln sie und alle sind zufrieden. So, und von der Katze aus geht es dann weiter direkt Richtung Schneidebanner, beides sehr nah beieinander. Einmal zum Schneidebanner hingelaufen, ups, nicht am Felsen festhängen, Banner hissen und Abfahrt. Ja, das nächste, was wir uns holen können, ist ein Banner. So, einmal das Schneidebanner, was wir dort markieren und das Bogenschießen zu Pferd. So, erst einmal das Banner hissen und aktivieren und danach geht es auch weiter zum Bogenschießen. So, Banner wurde gehisst und direkt einmal zum Bogenschießen zu Pferd, einmal mit dem Knaben reden. Schön, dich zu sehen. So, wir möchten Bogenschießen zu Pferd das üben. Das würde mich freuen. So, und das hat es echt in sich, das Bogenschießen zu Pferd. Bin ich ehrlich, das hat ein paar Versuche bei mir gedauert. So, und wenn ihr dann mindestens 73 Ziele getroffen habt, meine Lieben, dann kriegt ihr auch den Rang Meister. Hervorragende Technik, als ob du mit deinem Pferd verschmolzen wärst. So, das nächste, was wir hier machen können, das ist einmal eine öffentliche Ordnung und zwei Flüchtige, die wir zur Strecke bringen. Also einmal in die öffentliche Ordnung reingelaufen, dort einmal für ein bisschen Tumult sorgen. So, einmal richtig reingelaufen. Da haben wir die zwei Flüchtigen. Die bringen wir natürlich zur Strecke. So, das war der erste. Jetzt der zweite. Und damit haben wir dann auch die öffentliche Ordnung wiederhergestellt. Und werden natürlich am Ende wie immer mit einer wunderbaren Cutscene belohnt. So, es geht weiter. Das nächste, was wir uns einsammeln oder holen können, ist ein Schrein. Da laufen wir wieder Richtung Schrein, einmal am Schrein beten und den Fertigkeitspunkt for free mitnehmen. So, wer miaut's denn da so? Eine Katze muss mal wieder gerettet werden von uns. Einmal auf Karte markiert, hier aufs Dach hochgeschwungen und die Katze sitzt dort. Können wir einmal hingehen, streicheln und Abfahrt. Es geht weiter mit dem nächsten Schneidebanner, was wir aktivieren können, wo wir das Banner hissen können. Einmal hier hochgezogen, so, dann hier einmal auf den Felsen drauf und nochmal hoch und nochmal hoch. So, einmal mit dem Enterhaken auf den Turm und dann können wir hier einmal das Seil hochklettern. So, wenn wir oben angekommen sind, haben wir dann auch direkt das Schneidebanner, was wir einmal hissen können. Und von hier aus geht es dann zum letzten Objekt, was wir einsammeln können, nämlich einer Schatztruhe. Da schießen wir uns einmal den Weg frei, ob nicht mit dem Bogen, sondern mit dem Speer. Und dann gehen wir ins Haus rein. Dort haben wir dann die Schatztruhe auf der rechten Seite. Die können wir einmal looten. Na, jetzt looten wir einmal die Truhe. Damit haben wir dann auch die Sammlung vervollständigt. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst einen netten Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage, macht's gut, bis dahin.